damit genug der Formalien. Wir wollen einsteigen, wir wollen Fußball gucken und da steigen wir jetzt ein. Lennart Franzra, der erste Schiedsrichter hier in Partie Nummer 1. Hamburger SV gegen Rasenballsport Leipzig. Leipziger mit einer noch nicht so großen Turnierhistorie. Es ist die dritte Teilnahme. Da ist Lennart Franzra, der junge Unparteiische. Müller steht schon. Und die Halle ist bereit. Anstoß, der Freeway Cup 2018 ist eröffnet. Hamburger im klassischen 2-2-System. Mit viel Bewegung dabei. Gleich Foulspiel gepfiffen gegen Emanuel Michev, der jetzt auch den Freistoß aufführt auf Gavin Cissalitis. Mitspielender Torwart jetzt. 4-Sekunden-Regel ist ja bekannt. Der Torwart darf in der eigenen Hälfte den Ball nur 4 Sekunden berühren. Ansonsten gäbe es einen indirekten Freistoß für die gegnerische Mannschaft. Das war eine schöne Ablage und ein guter Schussversuch von den Leipzigern. Gleich intensiv zur Sache hier, hohes Spieltempo. Abschlussversuch, Abpraller von der Bande. Und der Ball rüber, erste Möglichkeit für Rasenballsport Leipzig, die, wie gesagt, zum dritten Mal teilnehmen und das Ding schon einmal gewinnen konnten, den Pott nach Leipzig geholt haben. 2016 mit der allerersten Teilnahme war es soweit. Ein 6:1 Erfolg gegen den VfL Wolfsburg war es da im Endspiel. HSV, vorher im Finale gewesen, knapp verloren im 9-Meter-Schießen gegen den SV Werder Bremen. Tiefer Ball jetzt gespielt, Überzahlsituation, wenn es schnell geht, Ballverarbeitung nicht ganz optimal, deswegen blocken die Leipziger jetzt, gehen mit 2-1 auf das Tor zu. Aber auch das geklärt von Paul Knacke. Hier wieder das Duell an der Bande. Ja, leichter Stockfehler. Leipzig sofort wieder da. Auch das Pressing hier natürlich in der Halle möglich. Prädestiniert für die Leipziger. Das war eine fantastische Drehung. Gutes Kabinettstückchen hier. Ball bei Janne Kamens, dem Torwart der Leipziger. Sehr gut, so weiter. Hamburg geht sofort drauf, versucht immer wieder Frühdruck aufzubauen. Leipzig gar nicht groß ins Spiel kommen zu lassen. Das war ein guter Ballgewinn jetzt. Ball nochmal gelupft und zur Ecke. Und der erste Blockwechsel beim Hamburger Sportverein. So, jetzt liegt der Ball bereit. Jetzt wird beginnen zu zählen. Wir sind schon bei 3, bei 4 und Ballbesitz für Leipzig. Das dauerte zu lange. Was ist jetzt also für die Leipziger? Natürlich warten wir hier alle auf den ersten Treffer im Turnier. Tiefer Ball jetzt. Die U16-Nationalmannschaft war in der vergangenen Woche traditionell wieder in La Manga in Spanien im Trainingslager. Und natürlich warten wir auch immer sehnsüchtig, wer ist denn dabei? Das ist jetzt der weite Ball! Und was für ein erstes Tor durch den Kapitän der Leipziger, Felix Meier. Ganz entspannt vollendet. Gefühlvoll. Da sehen wir nochmal den langen Ball.
Da der Versuch an die Latte. Für die Leipziger die große Chance zum 2:0. Weiter Ball ins Klasse, die Ablage. Kopfball. Niklas May, Hamburg im Ballbesitz. Also Nationalmannschaft in La Manga gewesen. Die Hamburger haben einen Nationalspieler auf Abruf dabei. Das heißt, es gibt eine sogenannte Abrufliste. Sollten sie Spieler verletzen oder aus sonstigen Gründen nicht können, dann wird nachgerückt und Robin Velasco für die Hamburger dabei. Ist die Nummer 10. Hamburger Sportverein. Sicherlich ein Spieler, den wir hier gesondert im Blick behalten sollten. Das war gut gerettet von Dizilalitis, dem Keeper der Hamburger. Rückpass, ja, der hoppelte leicht, war nicht so einfach, aber Ball geht nicht an die Handdecke. Lohns Tor aus. Ballbesitz für den Hamburger Sportverein. Das ist ein tiefer Ball. Jetzt geht's mit Tempo. Ah, da war die Verarbeitung schlecht. Der kriegt ihn mal trotzdem links rüber. Und dann die Überzahl ausgespielt, vollendet. Das ist das, was Leipzig kann. Torschütze Willert Türkilanmaz. Zum 2:0 für Leipzig. Jetzt Schussversuch mal der Hamburger. Die noch nicht so richtig offensiv zum Zuge kommen. Versuchen immer wieder Druck zu machen, aber schaffen es dann nicht so richtig in die Ballgewinne zu kommen, richtig torgefährlich zu werden. Leipzig ein Stück weit effizienter, kommen dann immer wieder auch, ja, fast wie draußen, in diese überfallartigen Kontersituationen. Wieder der mitspielende Torwart. Und quasi ein 5 gegen 3, drei Hamburger. Ja, stehen dann nicht tief genug. Um das Spielfeld ein Stück weit zu vergrößern und mehr Räume zu haben, stehen da dann recht dicht aufeinander, die Hamburger. Kleines Kabinettstückchen da. Da ist ziemlich verdribbelt und das Grätschen am Boden nicht erlaubt, deswegen Freistoß für Leipzig. Also zum Torwart gespielt. Natürlich, die Leipziger führen 2:0. Wäre sinnfrei, jetzt auf Biegen und Brechen hier nochmal durchzukommen. Klasse Ball wieder gegen die Bande. Und dann der Schussversuch und der Treffer. Für Joscha Wosch. Er ist clever mit der Bande gespielt, sich sofort den Ball wieder zurückerobert. Gegenpressing erfolgreich. Für Leipzig 3:0, deutliche Führung für den Cup-Gewinner von 2016. Die Hamburger mit großer Historie hier beim Freeway Cup sind zum 16. Mal dabei. Zweimal konnten sie den Pott gewinnen, 2009 und 2014. Und im letzten Jahr, wie eben schon erwähnt, die Finalniederlage gegen den SV Werder Bremen. Freistoß jetzt für die Hamburger, Ball quer gelegt, Abschlussversuch aber geklärt. Auch das wieder ungefährlich. Hamburg sofort, sie sehen sie jetzt mit drei Leuten da vorne drauf. Aber wie gesagt, sie kommen da nicht so richtig in die Balleroberung, weil Leipzig da auch extrem ballsicher agiert, auch jetzt wieder. Hamburg gewinnt die Bälle zu weit hinten, sodass es dann nicht sofort im Umschaltspiel torgefährlich werden kann. Hier die Duelle, 3 gegen 1 an der Bande. In der Halle sehr ungewöhnlich, dass sich da drei Spieler auf einen konzentrieren. Ball jetzt im Aus. Also Leipzig macht das gut, lässt wenig zu. Sehr wach, sehr aggressiv.
Wieder Freistoß für Rasenballsport Leipzig. Das war gut gemacht, elegant gelöst, Schussversuch und was für ein Tor! Emanuel Mierkerf. Da ist er, der Torschütze für den HSV. Jetzt sehen wir die wunderbare Perspektive. Roms hat's gemacht. Und das sind die Bilder, die wir Ihnen an die Bildschirme zu Hause bringen wollen. Überragend, der Treffer des Hamburgers zum 1:3. 2 Minuten vor dem Ende. Das ist nicht unmöglich im Hallensport. Hier kann so schnell so viel passieren. Nächste Treffer sollte natürlich jetzt irgendwann fallen. Vielleicht jetzt die Möglichkeit, Schussversuch, aber geblockt. Hamburg abgelegt, sofort. Dann haben wir Ballverlust. Jetzt mit 3 gegen 1. Boah, wichtige Fußabwehr. Janne Kamens, das war ganz wichtig. Also hier ist gleich richtig Musik drin. Anderthalb Minuten vor dem Ende wäre das 2:3 gewesen. Und dann hätten wir nochmal richtig Spaß hier in die Halle bekommen. Jetzt das Duell Wosch für Leipzig, Schussversuch geblockt. Wieder zwei Leipziger da, richtig Freistoßentscheidung für Hamburg. Richtig, natürlich drücken die Hamburger jetzt aufs Tempo. Clever gemacht, das erste Scharmützel. Aber alles entspannt. Kurze Dreierkonferenz. Mit Schiedsrichter und die beiden Spieler. Und dann haben sie auch alle vertragen. Friedenspfeife ist geraucht. Und ab gilt die wilde Fahrt in die letzte Spielminute der ersten Partie. Es war also nicht die Partie bisher der herausgespielten Tore, sondern mehr aus Umschaltaktionen, aus Pressingsituationen. Erzwingen von Fehlern mit Leipzig in der Paarung dabei. Sicherlich nicht die allergrößte Überraschung. Ja, oh. Da darf man, glaube ich, schon über 2 Minuten nachdenken. Sehr rüder Einsatz. Und hier, jawohl, richtige Entscheidung. Es gibt hier 2 Minuten. Ich glaube, da war mehr sauer auf sich selbst. Hier sehen wir es nochmal. Das ist der Bandcheck und dann reißt er ihn weg. Super Einstellung hier. Ganz klare Nummer. Hamburg jetzt. Mittelfeldspieler. Im Tor. Und die Hamburger in Unterzahl. Hilft natürlich nicht wirklich. Meine Luftfahrt. Da hat sich der Hamburger Torwart, der das Leibchen auch noch falsch umhandelt, so lang wie möglich machen müssen. Aber der Ball ging dann noch knapp über das Tor. Letzten Sekunden der Partie laufen. Rasenballsport Leipzig wird seine erste Partie gewinnen. Es stellt sich noch die Frage nach der Höhe. Freistoßpfiff hier nochmal. Uhr ist angehalten. Wir sind 1 Sekunde vor Ende. Also noch letzter Schussversuch. Kommt jemand dran? Nein. Leipzig gewinnt seine erste Partie gegen den Hamburger Sportverein mit 3:1. Und das war die Premiere